Ooh. Hi, ich bin Paul, Landschaftsfotograf und bin in der glücklichen Situation, endlich auch mal in den Alpen fotografieren zu können. Landschaftsfotografie ist einfach atemberaubend, weil verschiedene Lichtstimmungen, verschiedene Tageszeiten, die eine einzige Landschaft wirklich unterschiedlich verändern können. Das Licht kann bestimmte Elemente rausbringen. Einfallswinkel des Lichtes können Berge hervorheben oder einzelne Bäume oder sogar Blumen. Und dadurch bekommt eine Landschaft immer wieder ein neues Bild. Der Vorteil an der Landschaftsfotografie ist, dass die Natur relativ geradlinig mit den Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen umgeht. Das heißt, man hat genaue Zeitfenster, wo man wirklich schönes Licht erwarten kann, zu denen man dann auch am Berg oder am See oder auf der Wiese sein sollte. Vor allen Dingen früh, die Morgenstunden nach dem Sonnenaufgang sind sehr schöne Lichtstimmungen oder eben abends vorm Sonnenuntergang. Wichtig ist allerdings bei der ganzen wunderschönen Landschaftsfotografie, dass man auch auf die Wildtiere achtet und auf die Tiere, die eben diese Zeiten als Ruhezeiten wirklich brauchen. Auch bei der Landschaftsfotografie ist es sehr wichtig, dass ihr mit der Perspektive spielt. Es ist eben ein Unterschied, ob ihr ein Bild von oben oder von der Augenhöhe oder teilweise von unten aufnehmt. Wir sind es gewöhnt, aus ca. 1,40 m bis 2,20 m in etwa zu sehen. Das heißt, aus prinzipiell gerader Sicht auf die Dinge zu schauen. Wenn ihr eine andere Perspektive einnehmen könnt, sei es die Froschperspektive oder die Vogelperspektive, das wird natürlich etwas schwieriger ohne Hilfsmittel, dann wird auch das Bild von vornherein eine andere Ästhetik haben und es wird eher ein Hingucker werden, als ein Bild gerade von vorne fotografiert. Das Schöne bei einem Perspektivwechsel ist auch, dass ihr bestimmte Vordergrundelemente so im Bild anheben könnt, dass sie Hintergrundelemente verstecken können. Zum Beispiel bei dem Bild mit der Straße. Wenn ihr stehen würdet, wäre die Straße im Bild. Jetzt geht ihr ein wenig runter, könnt die Wiese in den Vordergrund nehmen und die Straße ist auf einmal aus dem Bild verschoben. Es geht ja nicht darum, die Wirklichkeit zu verändern, aber es geht eben darum, den bestmöglichen Ausschnitt zu finden. Und da gehört der Perspektivwechsel auch wirklich ganz klar mit dazu. Was nehme ich bei der Landschaftsfotografie mit? Ich trage tatsächlich relativ viel Equipment mit mir rum. Es gibt manche Fotografen, die kommen mit einer Kamera, mit einem kleinen Body, mit einem Objektiv sehr gut aus. Ich bin einfach glücklich, wenn ich relativ viel Flexibilität am Tag habe. Bei mir variieren die Brennweiten, die ich mitnehme, tatsächlich von 15 mm, also sehr weitwinklig, bis 200 mm, der sogenannte Telebereich. Dadurch habe ich die Möglichkeit, eben sowohl die großen Landschaften aufzunehmen, aber eben auch im Detail bestimmte Elemente herauszuheben. Wenn man zum Beispiel eine Blume fotografiert vor einem großen Panorama oder vor einer großen Kulisse, dann kann man das sowohl mit einem weitwinkligen Objektiv machen, indem man nah an die Blume rangeht, oder eben mit einem Teleobjektiv in die Blume reinzoomt, um sie freizustellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Alle Brennweiten haben etwas für sich. Wenn ich euch eine Brennweite empfehlen sollte, die für Landschaftsfotografie sehr gut funktioniert, dann würde ich vermutlich zur 35 mm Brennweite tendieren, weil 35 mm in etwa dem menschlichen Sehen mit beiden Augen entspricht, Pi mal Daumen, und ihr mit dieser Brennweite in der Landschaft euch wunderbar bewegen könnt. Ihr seid nicht zu weit weg von den Elementen, aber auch nicht zu nah dran. Es fühlt sich einfach sehr natürlich an. Und bei 35 mm könnt ihr auch immer noch die schönen Panoramen zusammenbauen. Oder wenn ihr entsprechend näher rangeht, könnt ihr auch einzelne Elemente sehr gut herausstellen. Des Weiteren, ich bin mit zwei Bodies unterwegs. Eine Kamera auf der rechten Seite, eine Kamera auf der linken Seite. Ich habe so ein Harness, den ich umhabe, damit ich einfach schneller reagieren kann bei der Landschaftsfotografie. Zugegebenermaßen ist das aber auch sehr viel. Also weniger ist ganz häufig mehr. Denkt immer daran, was ihr umhabt, müsst ihr beim Wandern, bei der Bewegung auch mit euch schleppen. Für die Landschaftsfotografie eignen sich ganz häufig auch Stative. Vor allen Dingen, wenn ihr in Situationen seid, wo das Licht etwas dunkler wird gegen die Abendstunden und ihr trotzdem die Bilder verwacklungsfrei mit einem niedrigen ISO-Wert die Fotos machen wollt, dann habt ihr längere Belichtungszeiten. Natürlich kann man auch probieren, die Kamera in der Hand zu halten, aber so ruhige Hände gibt es leider nicht. Das funktioniert nicht.
die Kamera auf einen Stein zu legen oder irgendwie abzustellen, damit sie ruhig liegt, funktioniert auch ganz häufig ganz gut. Aber ihr seid natürlich dadurch immer limitiert durch die Möglichkeiten, die vor Ort sind. Wenn ihr ein Stativ habt, könnt ihr die Kamera aufs Stativ montieren, könnt das Stativ hinstellen, wo ihr es wollt, könnt die Höhe verändern und habt immer eine stabile Kamera und könnt wunderbare Langzeitbelichtungen machen. Für mich ist immer wichtig gewesen, dass ich ein Stativ nutze, was mindestens auf Augenhöhe für mich ausziehbar ist, vielleicht sogar ein bisschen höher, damit ich einfach, wenn ich mit der Kamera im Stativ arbeite, wenn ich aus der normalen Höhe arbeite, schön gerade stehen kann. Ansonsten finde ich Stative auch super, wo man die Kamera zum Beispiel umdrehen kann. Die hängt dann quasi unterm Stativ und damit kann man sehr nah an Wasseroberflächen oder an den Vordergrund generell dran gehen, damit man einfach so sehr tief, also sehr tiefliegende Shots machen kann. Das ist dann wieder die Froschperspektive. Bei den Verschlussmechanismen von den Stativen, wir gehen schon ein bisschen ins Detail, aber das ist relativ wichtig, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum einen sogenannte Schraubobjektive, wo ihr die einzelnen Beine mittels Schraubmechanismen ausziehen könnt und arretieren könnt. Und Klappmechanismen, wo ihr tatsächlich Henkel habt. Mit der Kameratechnik heutzutage kann man auch wieder die unterschiedlichsten Lichtverhältnisse einfangen. Aber auch die modernsten Kameras haben immer noch Limitierungen. Und es ist so, dass man bei bestimmten harten Lichtsituationen, wo der Hintergrund beispielsweise sehr hell beschienen ist oder der Vordergrund ziemlich dunkel ist, kommt man meistens nicht drum rum, eine sogenannte Belichtungsreihe zu machen, die man dann im Nachhinein zusammensetzt. Weil die Kamera kann sich nicht wirklich entscheiden, ob nun der Himmel oder der Vordergrund belichtet werden muss. Das muss man der Kamera prinzipiell sagen. Und entweder man hat einen richtig belichteten Himmel oder einen richtig belichteten Vordergrund. Wenn man nun eine Belichtungsreihe nimmt, zwei verschiedene Bilder beispielsweise, wo auf dem einen Bild der Vordergrund richtig belichtet ist und auf dem anderen Bild der Hintergrund, dann kann man die später im Computer zusammensetzen. Das nennt man dann zum Beispiel Stacking oder auch ein HDR-Bild erstellen. Bei diesen Bildern sollte man es nicht übertreiben, ansonsten wird es sehr schnell künstlerisch oder zu künstlerisch. Aber es ist de facto wirklich so, das menschliche Auge sieht Helligkeitsunterschiede deutlich effektiver als jede Kameratechnik. Eine weitere Technik, um die großen, epischen Landschaften einzufangen, ist zum Beispiel das Panorama. Bei bestimmten Brennweiten von den Kameras ist es einfach nötig, um ein größeres Bild zusammenzusetzen, dass man mehrere Einzelbilder macht, die man dann im Nachhinein zusammenstitcht, also wirklich zusammennäht. Das übernimmt glücklicherweise der Computer. Das muss man nicht in der heimischen Stube machen mit Nadel und Faden. Ihr merkt, wir sind in Bayern, es geht um die heimische Stube. Jawohl. Die Bilder werden dann zusammengesetzt. Bei den Einzelbildern, wenn man die fotografiert, schafft man immer etwas Überlappung bei den einzelnen Fotos, damit der Computer weiß, wo genau die Bilder zusammengesetzt werden sollen. Panoramen sind eine fantastische Möglichkeit, große Landschaften auch wirklich einzufangen, aber auch große Bilder zu schaffen. Weil je mehr Bilder ihr macht und übereinander legt, desto größer von der Megapixelzahl wird dann auch das Endprodukt und ihr könnt es dann entsprechend auch groß drucken. Seid aber vorsichtig, wenn ihr sowieso schon einen guten Sensor habt, dann sind das teilweise Files, die wirklich gigantisch groß sein können und damit könnt ihr dann Häuserwände bedrucken. In der Landschaftsfotografie ist es oft sinnvoll, bestimmte Filter zu nutzen. Es gibt dabei sogenannte Polarisationsfilter, zirkulare Polarisationsfilter oder neutraldichte Filter. Ihr könnt die Bilder in ihren Kontrasten und in ihrer Farbintensität wunderbar mit einem Polarisationsfilter verstärken und mit einem sogenannten ND-Filter könnt ihr längere Belichtungszeiten herstellen, auch wenn es Tag ist und damit zum Beispiel diese cremigen Wasserfälle oder Wasserläufe herstellen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Informationen für euch dabei. Wenn ihr wieder reinschaut, sehr gerne. Ich würde mich freuen. Mir macht der ganze Kram in erster Linie mal Spaß und ich denke, es ist vielleicht auch für den einen oder anderen immer mal was dabei. Wenn euch mein Gesicht nicht zu sehr aufregt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace.